Es war einmal. Ich möchte in einem fernen Reich für mein Leben ein Mädchen, mehr als Gold, ein trauriger Jüngling, mehr als Silber und ein kinderloser Bengel. Es ist ein breites Spektrum an Typen, an gesanglichen Qualitäten, an Klangfarben, an Können natürlich. Und ich glaube schon, dass wir da eine gute Besetzung rauskriegen. Und mal schauen, wie sich jetzt, was sich so herauskristallisiert, wen wir für welche Rolle nehmen können. Ich such Tag und Nacht nach ihr, Liebesqual, die den Stärksten besiegt. Es ist sehr spannend zu sehen, wie das funktioniert hat schon und wie schwierig dieses Werk nun doch ist, irgendwie, weil man nun jetzt mit der Musik als erstes zusammenkommt und die Sänger sich auch auf den neuen Pianisten einstellen müssen, auch gut zu kämpfen haben. Aber ich glaube, da sind wirklich sehr spannende Leute dabei, die auch wirklich gut Potenzial haben, die coole Bühnenpräsenz da schon haben und szenisch auch gut was rüberbringen. Und diese Musik, die nun wirklich, um es ehrlich zu sagen, sackschwer an so vielen Stellen ist, wirklich gut verkörpert. Was man da unten denkt und tut, es tut dir gut und plötzlich erscheint ein starker, schrecklicher Riese an der Tür. Und eine schreckliche Riesenfrau, die redet zu dir. Sammelt als Grünzeug alles, was grünt, an von Fenchel, Paprika und Sellerie, Kartoffeln. Ich ging das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt für meine Faust und warte auf Nacht. Die Geachtsame den Garten von mir, er beraubt. Ja, Schatz, es tut mir wirklich leid. Hallo, kleine Frau, nicht so rasch, schau nur die bunten Blumen. Tu das nicht ermüden, lass dir Zeit. Natürlich ganz unterschiedliche Begabungen, es waren ganz unterschiedliche auch Stufen des Studiums da vertreten und natürlich auch Leute unterschiedliche Altersstufen. Und ich glaube aber jetzt, wir haben uns natürlich auch sehr den Kopf zerbrochen, vor allem wie finden wir die passende Rolle für den richtigen Typ an Sänger, an Darsteller. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste. Also gar nicht so sehr, so, wer ist der Beste und wer ist am schlechtesten, sondern wer passt für welche Rolle. Und da muss man natürlich immer vom Stück ausgehen. Und ich glaube, da haben wir bei diesem bunten Stück, wo so viele unterschiedliche Charaktere da sind, eine gute Besetzung hingekriegt. Das glaube ich auch.
Tja, wie geht's jetzt weiter? Ja, Pläne schmieden für den ersten Proben, einen Probenplan machen und die Konzeptionsprobe vorbereiten. Und dann geht's auch in den Wald. Los. Genau, nächste Woche Konzeptionsgespräch, da werden alle eingenordet und alle kriegen ein bisschen mit, was wir in den nächsten Monaten mit denen so machen werden. Und wir lesen das Stück. Wir lesen das Stück ganz. Komplett. Oh. 300 Seiten, also. Jo. Mehr habe ich nicht zu sagen.